Guten Morgen, Leute. Und zwar machen wir heute etwas ganz Besonderes. Und zwar kennt ihr mich ja noch unter Flo macht West. Und zwar gehen wir heute auf ein Bazar in Spanien. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Und alles nach dem Intro. Ja, also, ihr habt ja schon ein Intro gehört. Ich habe mir aus dem Internet rausgesucht einen Bazar. Ich hoffe, der wird ganz cool sein. Ich werde ein paar Sachen kaufen. So ein bisschen fake und so ein bisschen nicht fake und so. Schauen, was mich da erwartet. Freue mich schon ganz. Muss aber jetzt erstmal den Berg runter. Und vielleicht wird es euch gefallen. Und gucken uns mal ein paar Sachen an, ne? Bis dann, ciao. So Leute, bin auf dem Markt angekommen, filme jetzt ein bisschen und kaufe ein paar Sachen, ne? Bis dann, ciao. Scheiße. Hier drei. Ja. Ja. Guck doch hier. Da an der. Ja, ich bin doch da. Pokémon-Karten. Oh, Pokémon-Karten. Al aprovechar y mirar qué maravilla, todas las sandalias a 12 euros. Ir mirando sin compromiso. Welchen magst du denn? Nimm einfach welche. Machst du ein Video von mir? Ja.
Senoras, wir waren jetzt hier 3-4 Stunden und ja, wir wurden fündig. Mehrere Typen haben wir gekauft. Und zu Hause in Ruhe zeige ich euch dann, was ich alles so gefunden habe. Ganz, ganz tolle Sachen auf dem Bazar. Mir hat es sehr gefallen, nur war sehr anstrengend, sehr, sehr viel los. Aber bis später einfach. Ciao. Hi, Servus, angekommen. Heute ist ein bisschen windig in Spanien. Aber wir haben coole Sachen. Ich blende also euch kurz mal so einen großen Ganzen ein, was wir so alles gekauft haben. So, wir haben ganz viel gekauft und wir haben insgesamt so um die 70 Euro ausgegeben. Haben aber deswegen sehr viele Sachen bekommen. Einzelne Preise kann ich mich jetzt großartig jetzt nicht mehr so erinnern. Aber ich zeige euch jetzt alles einzeln und ich hoffe, euch gefällt's. Zur Information, das ist leider nicht original, aber das ist heute wurscht. Wir freuen uns das, was wir heute bekommen. Ihr könnt bestimmt schon sehen, ich habe einen schon an, ein Louis Vuitton Supreme T-Shirt. Das finde ich der Hammer. Es passt auch wie angegossen. Und das ist richtig geil, mir gefällt es richtig. Dann haben wir vor ein paar Tagen, oder die blende ich jetzt auch nochmal ein, eine Rolex. Ganz schöne Rolex haben wir gekauft. Die konnte ich selber sogar verkleinern, die waren eine Nummer zu groß. So, dann habe ich noch für meine Frau ein Armband. Schaut euch das mal an. Das sieht ganz schön aus mit alles verschiedene Steine. Dann habe ich noch einen, ja das hier. Eine Gucci Umhängetasche. Die kam 5 Euro. Die fand ich der Wahnsinn. Habe ich runtergehandelt von 10. Die war der blanke Wahnsinn. Da passt alles rein, was man braucht mit 2 Fächer. So, dann haben wir noch, weiter geht's. Dann habe ich hier noch ein Gucci T-Shirt. Nicht Gucci, Chanel. Chanel T-Shirt mit Lippenstift. Auch ganz schön für meine Frau. So. Was haben wir denn noch? Wir haben, das hier ist Gucci. Dann haben wir ein Gucci Mickey Mouse T-Shirt. Auch ganz schön. Das sieht super aus. Gefällt mir richtig. War auch ganz preisgünstig. Hat eins von den 3 Euro gekostet. So, dann hier. Einer meiner Highlights. Finde ich der blanke Wahnsinn. Eins für mich, ein Gucci T-Shirt. Das sieht richtig geil aus, finde ich. So eins kam 6 Euro. Finde ich ganz, ganz gut. Sieht ganz, ganz schön aus. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier für meine Schwiegermutter auch was ganz Schönes. Und zwar einen Moment, richtig rumzeigen. Ein Versace-Stil-Kleid. Ein Versace-Stil-Kleid. Ich zeige auch nochmal die Rückseite für meine Schwiegermutter. So. Auch ganz schön. Dann habe ich hier noch was. Schaut euch ein Levis-T-Shirt. Dann haben wir noch einen Moment. Dann haben wir noch was. Noch ein Gucci T-Shirt mit Bugs Bunny drauf. Die sind sehr modern zurzeit. Sieht auch ganz schön aus, finde ich. Sieht der Hammer aus. Aber meine Haare, so windig heute. Endlich mal eine Abkühlung. Ah, das ist ganz cool. Da hat mich auch sehr gefreut, dass sie sich das geholt hat. Das ist ein Moschino mit Mickey Mouse. Finde ich auch der Hammer. Moschino mit Mickey Mouse. Auch ganz schön. So, und dann hier last but not least. Aber hier noch was anderes, auch nochmal von mir. Ein Tommy Hilfiger. Also ich finde, das sieht richtig gut aus, finde ich, für Fake, ehrlich. Das sieht richtig gut aus für mich. Richtig gut gemacht. Sieht echt original aus ein bisschen. Tommy Hilfiger. So, und dann haben wir noch gekauft eine Louis Vuitton Umhängetasche. Louis Vuitton Stil.
Und drinnen ist auch noch, ein Moment, hier drinnen ist noch das Umschneiding, dass man das umschneidet, ne? Der Band, dass man das noch umschneiden kann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen heute, dieses Video. Hat mir sehr viel Mühe dabei gegeben. Und was wollte ich noch sagen? Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und ja, ciao, Leute. Oder beides?